Und damit herzlich willkommen zurück zu Die Kunst des Mordens, Geheimakte FBI. In der letzten Folge sind wir jetzt zu dem Gangsterunterschlupf gefahren und haben dann uns hier vor dem Fenster postiert. Und dann wollen wir doch mal lauschen. Das Fenster ist offen. Es ist jemand drin. Vielleicht sollte ich lauschen. Chef, sollen wir den Schlüssel nachmachen lassen? Du Dummkopf! Darum geht es doch nicht. Wir müssen ihn finden. Er ist nirgends. Das ist schlecht. Ich habe es nicht geschafft, diesen Kerl zu durchsuchen, weil die Kleine gekommen ist. Soll ich sie durchsuchen? Die Polizei kann den Schlüssel schon haben. So oder so, wir müssen verschwinden. Chef, ich verstehe. Gold, Juwelen. Aber warum schleppen wir diesen alten Kram? Sei still, du Dummkopf. Ich bin ein Verbrecher und es ist kein Problem für mich, dich umzubringen. Aber, mein Lieber, ich habe doch auch eine Seele. Meine indianische Seele ist dort, in diesen alten Sachen. Du bist doch kein Gringo, du Punk. Verstehst du nicht? Ja, Chef. Nur bringen wir uns damit selbst in Gefahr. Genug davon. Pack das alles ein. Und vergiss das alte Messer in der Schublade nicht. Wenn ich mit dem Pickup vorfahre, gebe ich dir mit dem Handy Bescheid. Du kommst da nach unten und machst auf. Du wirst dann die Sachen auf die Ladefläche packen. Okay, gut. Und dann würde ich sagen, daher das jetzt die dritte Aufnahme ist, gehe ich erstmal rein. Und das... Ich glaube es einfach nicht. Ich bin in der Höhle des Löwen. Und das ist auch aus einem Grund die dritte Aufnahme, weil da vorne steht jemand. Und wir können natürlich jetzt hier nicht rein. Und wir sehen hier vorne eine Tasche. Und natürlich würde er uns, rein logisch, uns hier in diesem Blickwinkel sehen. Und ich war natürlich so bescheuert und hab dann immer zu... Ich befürchte, dass man mich hier entdecken wird. Ich befürchte, dass man mich hier entdecken wird. Ich befürchte, dass man mich hier entdecken wird. Die ganze wird. Zeit so. Und dann fiel mir mal auf, dass ich mal vielleicht hier hingehen sollte, weil ich brauche unbedingt diese Tasche. Ich sollte vielleicht mal dorthin gehen. Und dann sollte ich vielleicht mal meine Kamera zücken. Und davon ein Foto machen. So, jetzt habe ich ein nettes Fotolein. Und ich speichere gerade mal ab. Aus dem einfachen Grund, weil wir hier halt sterben können. Und das möchte ich wirklich sehr, sehr ungern. Ich finde es übrigens sehr geil, wenn man bei Adventure spielen, wenn man bei Adventure sterben kann, so rum. Und ich würde sagen, jetzt rufen wir einfach bei der Nummer mal an. Ich brauche das Ding. Ich brauche das Ding. Ja, los. Weg mit den Zahlen. So, wie ist denn jetzt die Nummer? Wo muss ich denn anfangen? 555? Ich muss... oder nicht? Aha. Also unser Kollege ist jetzt weg. Und jetzt können wir wohl in den Nachbarraum. Und ich möchte mich aber gerade trotzdem eine Runde beeilen. Ich fühle aus dem Spalt einen Luftzug. Die Rückwand dieses Schranks lässt sich bewegen. Bub, offen. Geheimgang. Und jetzt wird gespeichert. Scheiße. In diesem Versteck fühle ich mich nicht sicher. Ich mich auch nicht. Und ich muss zur Kommode. Jetzt nimm ihn. Scheiße. Nettes Teil. Ich nehme es mit. Du kannst es eh nicht mehr gebrauchen. Komm schon, ich höre. War noch jemand hier mit dir? Nein? Bist du ganz sicher? Genug. Geh nach unten. Überprüfe die Umgebung. Los!
Du bist also alleine hier. Ich muss wissen, was ihr gegen mich in der Hand habt. Wir wissen wirklich alles über sie. Dann ist diese Unterhaltung beendet. Sie werden dich in ein paar Monaten nackt und ohne Gesicht in den Docks finden. Sie werden dich nicht identifizieren können, weil wir dir die Fingerkuppen abschneiden werden. Hören Sie, ich habe Blutspuren beim Dacheingang entdeckt. Nachdem sie beseitigt wurden, können sie immer noch mit Luminol entdeckt werden. Und das wird sie garantiert überführen. Ich kenne jedoch eine gute Methode, um sie endgültig zu verstecken. Aha, machst du das für mich, ja? Selbstverständlich, in Sorge um die eigenen Finger. Das muss ich sehen. Dachtreppe, sagtest du? Ja, genau. 2. und 5. Stufe von oben. Ach du Scheiße. Und jetzt sind wir hier. Ach du Scheiße. Zu weit! Und jetzt muss ich hier essen. Ach du Kacke. Sitz ruhig und zappel nicht rum, sonst erschieße ich dich, Schlampe. Ach du Kacke. Zu weit. Zurück? Hier lang? Bist du jetzt still oder soll ich reinkommen? Bleib mal lieber da, wo du bist. Wo muss ich denn hin? Wahrscheinlich nach hier vorne. Ich sag, ich muss hier lang. Okay. Bist du jetzt still oder soll ich reinkommen? Nein, bleib mal da, wo du bist. Alles gut. Fuck! Scheiße. Sitz ruhig und zappel nicht rum, sonst erschieße ich dich, Schlampe. Entschuldigung. Oh Mann. So Leute können mir nerven, ey. Ist ja furchtbar. Bist du ja, jetzt... Ja, die Fresse. Manometer, ey. Diese Leute, die einem auf Eier gehen müssen. Bist du jetzt still oder soll ich reinkommen? Chill mal. Fuck, fuck. Verdammt. Game over. Na toll. Ach, na toll. Lade ich halt nochmal. Was soll's. Okay, ich muss jetzt irgendwie versuchen, da rumzukommen. Ach du Kacke, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Kleinere Rätsel auf Zeit vor allen Dingen, beziehungsweise wenn man mehrmals Fehler macht, sind wirklich richtig schlimm. Ich hasse sowas. In diesem Versteck fühle ich mich nicht sicher. Ich mich auch nicht. Aber wir wissen jetzt, was wir zu tun haben. Wir nehmen uns jetzt das Ding mit. Und jetzt überspringen wir das hier wieder eine Runde. Und dann hüpfen wir jetzt wieder fröhlich hier rum. Kann ich vielleicht auch hier rum? Hallo. So. Oh, bist du jetzt still oder soll ich reinkommen? Hier vielleicht? So. Komm ich da ran? Nein? Warum komme ich da nicht ran? Ich muss da doch... Zu weit! Scheiße, oh Mann, ich hatt's doch schon fast. Sitz ruhig und zappel nicht. Kacke, halt die Fresse. Geh ich mal hier rum. Schnauze. Da komme ich nicht lang. Aber vielleicht kann ich ja suchen. Dass ich so lang gehe. Dann so lang. So lang. Verdammt! Mann! Sitz ruhig und zappel nicht! Oh, super, jetzt bringt er mich gleich um wieder. Ich könnte kotzen. Oh, verdammte Kacke. Bist du jetzt? Die Fresse. Ach, Mann. Ja, bist du jetzt ja, still, super, oder? Dass ich mir zweimal auf derselben Stelle bewegt habe. Ah, oh, verdammt.
Hierüber. Fuck. Ja, los, mach schon. Game over. Na, supi. Ach. Na, toll. Nein, ich werde es jetzt erstmal nicht nochmal versuchen. Weil bevor ich jetzt hier 50.000 Mal rumfaile, beende ich erstmal lieber diese Folge. Und in der nächsten Folge werden wir es dann hoffentlich schaffen. Und bis dahin sage ich Tschüss und auch Wiedersehen.